Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Thiel. Ich betreibe jetzt Aktienfinder.net, den Aktien-Screener-Wachstumswerte. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und das klappt nicht immer so einwandfrei, wie man es gerne hätte. Auch dann, wenn man etwas konservativer unterwegs ist. Beispiel Kraft Heinz. Es gab jetzt einige Mails, die ich bekommen habe von besorgten Aktionären. Kraft Heinz hat jetzt die Geschäftszahlen veröffentlicht. Das Jahr 2018 ist jetzt quasi schon Geschichte, auch wenn die SEC die Berichte noch nicht bekommen hat. Wir kennen das Wesentliche schon und das war nicht besonders schön. Wir haben einen, ja, Dreifachschock quasi bekommen. Wir haben eine Dividendenkürzung von 62,5 US-Cent Dividende viermal ausgeschüttet im Jahr auf 40 US-Cent jetzt erstmal reduziert. Das heißt 36% weniger Dividende. Und wir haben einen bilanzierten Gewinn, der ganz tief in die roten Zahlen gegangen ist, aufgrund von Abschreibungen in Höhe von 15,4 Milliarden US-Dollar. Und als ob das noch nicht reichen würde, haben wir noch eine Untersuchung der SEC laufen. Und das Ganze hat eben zu einem Kurssturz geführt, und den können wir uns hier mal anschauen. Wir haben hier den Chartverlauf von Kraft Heinz. Kraft Heinz ist ja erst 2015 an die Börse gekommen, als solches Unternehmen durch den Merger zwischen, wie der Name schon sagt, Kraft und Heinz. Und wir haben mal in Spitze gehabt einen Kurs von um die 90 US-Dollar und liegen jetzt bei knapp 35 US-Dollar. Also schon sehr viel verloren. Und jetzt innerhalb eines Tages haben wir nochmal rund 27% hier verloren nach diesen Geschäftszahlen. Wir gucken uns in dem Video jetzt mal Kraft Heinz an, analysieren das Unternehmen ein bisschen und dann gucken wir mal, ja, Aktie jetzt kaufen will ich nicht sagen, ich werde auch keine Verkaufsempfehlung geben, aber ich denke dann, mein Eindruck wird am Ende des Videos schon deutlich rübergekommen sein, weil ich zu der Aktie stehe. Wir haben übrigens, also was man hier auch noch sieht, ist, dass wir hier, dass es quasi nur das i-Tüpfelchen gewesen ist hier, dieser Kurssturz nochmal innerhalb eines Tages. Wir haben schon länger einen Rückgang hier. Und der Rückgang insgesamt vom Hoch, habe ich schon vorhin mal kurz geschaut, beträgt ungefähr 61% von hier. Das heißt, hier läuft schon länger was nicht wie am Schnürchen. Und fangen wir mal mit der SEC-Untersuchung an. Das ist, denke ich, am schnellsten abgehandelt, auch wenn nicht 100% klar ist. Jedenfalls wurde es mir nicht 100% klar aus den Berichten, genau was da alles jetzt im Detail nicht gestimmt hat. Aber grob umrissen geht es um Verbuchungen im Beschaffungsmanagement. Da soll was schiefgelaufen sein und es hat schon Folgekosten in Höhe von 25 Millionen US-Dollar verursacht, sowie diverse Anpassungen interner Prozesse im Beschaffungswesen. Und was man jetzt nicht so genau weiß, ist, weil die Untersuchungen noch weiterlaufen, was noch weitere Auswirkungen sein werden. Wenn ich jetzt mal was zum Besten geben sollte, wie ich das einschätze, dann würde ich sagen, das ist das kleinste Problem, was Kraft Heinz hat. Größeres Problem ist Wachstum. Wir haben ja hier einen Nahrungsmittelproduzenten vor uns, einen ganz klassischen Nahrungsmittelproduzenten von, ja, Industrienahrung könnte man das bezeichnen. Und da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Und man kann eigentlich nur halbwegs starkes Wachstum beim Umsatz und beim Gewinn schaffen, indem man, und das war auch die Strategie gewesen von 3G und Warren Buffett, soweit ich weiß, Kosten einspart, also eher an der Kostenschraube drehen als an der als einem organischen Umsatzwachstum. Und das geht am besten durch Zukäufe und indem man dann Synergien freisetzt. Das war auch der Übernahmeversuch gewesen durch Kraft Heinz von Unilever im Februar 2017. Wir erinnern uns, was er dann vom Management Unilevers abgewiesen worden ist. Wir haben nicht nur ein, ja, wir haben ein sehr schwaches Wachstum, ein sehr schwaches organisches Wachstum und wir haben momentan eben keine wirklichen Synergien, die freigesetzt werden können. Wir sehen das Umsatzwachstum, beziehungsweise das nicht vorhandene Umsatzwachstum bei Kraft Heinz hier im letzten Quartalsbericht, beziehungsweise jetzt in den letzten Zahlen. Und zwar spiegelt sich das hier wieder. Wir haben hier die Net Sales, also die Umsätze dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Und hier ist auch schon der Vergleich für uns gezogen, dass wir das hier nicht mühsam ausrechnen müssen. Wir haben hier den Kernmarkt, die Vereinigten Staaten. Die machen fast 70% vom Umsatz aus, also ungefähr das gleiche wie bei Apple das iPhone. Also wenn es bei den Vereinigten Staaten nicht läuft, dann wird das ganze Geschäft verhagelt. Und wir sehen hier einen Umsatzrückgang von 0,6%. Und der ist vor allem zurückzuführen auf eine Preisreduzierung und während das Volumen an sich leicht gewachsen ist.
Das heißt, Kraft Heinz muss jetzt quasi die Produkte in die Regale drücken und den Preis senken, damit der Absatz stimmt, die Absatzmenge stimmt. Wir sehen übrigens auch in Kanada, was ja noch 2 Milliarden ausmacht an Umsatz, ebenfalls einen Umsatzrückgang. Und der wird verursacht, insbesondere hier durch Währungsverluste. Also da kann Kraft Heinz nichts dafür. Wenn man die rausrechnet, hätten wir ein Umsatzwachstum von 0,1%. Und das ist natürlich ein Wachstum, damit lassen sich keine echten Renditen erwirtschaften als Aktionär. Wenn man etwas besser sieht es aus im Rest der Welt, also nicht Nordamerika, da haben wir tatsächlich ein Umsatzwachstum, das ist gar nicht schlecht. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass teilweise hier für den Rest der Welt, was 3,2 Milliarden ausmacht, also mehr als Europa, Asien und Nahe Osten, wir hier einen starken Dollar gehabt haben, der dazu geführt hat, dass der Umsätze in lokaler Währung quasi weniger wert gewesen sind in US-Dollar. Und da haben wir dann organisches Wachstum von knapp 8%. Das ist natürlich schon recht ordentlich, kann aber leider nicht ausgleichen, was hier oben passiert. Und das Grundproblem meines Erachtens wird einfach sein, dass wir bei Kraft Heinz eben nicht wirklich dabei sind, den Trend zu gesünderen Lebensmitteln aufzugreifen, sondern dass Kraft Heinz weiterhin eine Industrielebensmittel fertigt, also Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und solche Dinge hat. Und ich bin da auch jetzt über eine Aussage des Managements gelaufen, hier in dem Report zu finden, die mir etwas zu denken gegeben hat. Und zwar soll das, ja, man gibt ja immer seine Vision zum Besten im Management. Und da steht dann unter anderem drin, Turnaround Consumption Trends in several Key Categories. Das heißt, man will Consumption Trends. Das ist das, was ich gesagt habe, der Trend zu gesünderen Lebensmitteln. Man will sich nicht anpassen im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man also andere Produkte produziert, die am Markt mehr nachgefragt werden, sondern man möchte den Trend selbst umkehren. Turnaround Consumption Trends. Und ob sowas gelingt, ist natürlich sehr fraglich. Zu dem Ganzen passen ja auch die Abschreibungen in Höhe von 15,4 Milliarden auf das Geschäft in den USA und Kanada, also genau hier oben, wo es sowieso nicht so gut läuft. Und das ist eben einfach ein Problem, ein Indiz, dass wir ein Problem in den Kernmärkten haben von Kraft Heinz, die meines Erachtens nicht schnell zu lösen sind. Wenn wir in den Aktienfinder mal reingehen und uns Kraft Heinz angucken, da kriegen wir dann auch nochmal einen Eindruck von dem Unternehmen. Und zwar sehen wir ja hier ja die Gewinnsteigerung bzw. die Gewinnentwicklung. Und wir sehen ja, dass wir wirklich steigende Gewinne nicht, ja, wir sehen hier keine steigenden Gewinne, also dass sie nicht erzielt werden. Wir haben hier mal rausgerechnet die US-Steuerreform, die ja mal zum Ergebnissprung geführt hat, aber das war eine außerordentliche Angelegenheit, deshalb ist die nicht hier drin. Wir sehen auch hier jetzt da die rückläufigen Dividenden im Rahmen der Dividendenkürzung und im Rahmen der Abschreibung. Dann jetzt hier den doch recht beachtlichen Verlust. In dem Zusammenhang passt auch nochmal der Hinweis auf den Goodwill, den man hier in der Vollanalyse sieht. Und zwar interessiert uns ja jetzt dieser Bereich hier. Und dieses Weiße hier ist eben der Goodwill, der hier explizit dargestellt wird, einfach weil es eine gewisse Risikoposition beinhaltet, da das Management mehr bezahlt hat bei einer Übernahme, als in der Bilanz steht, hat also quasi einen Aufschlag bezahlt, einfach aufgrund der Beurteilung des Managements selbst, dass dieser Aufschlag schon gerechtfertigt sei. Und es hat sich jetzt eben gezeigt, und das sieht man hier, dass das nicht in vollem Umfang der Fall war, eben in Höhe von über 15 Milliarden. Jetzt haben wir eben Goodwill gehabt, noch im letzten Geschäftsjahr, 31.12.2017, von knapp 45 Milliarden. Und der ist jetzt eben reduziert auf knapp 29 Milliarden. Ist also immer noch da, wenn ich jetzt mal ein bisschen das böse ausdrücken möchte, sind also immer noch 29 Milliarden da, die man abschreiben kann in Zukunft. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so laufen wird. Auch interessant ist dann hier, lassen wir mal raus, die Dividende, aktuelle Dividendenrendite 7,15% rückwärts gewandt, also auch die letzten 12 Monate, in diesem Fall dann hat es 2018 komplett abgedeckt. Wir sehen dann aber auch, müssen wir ein bisschen weiter hier machen. Wir sehen dann aber auch, dass wir hier die Dividendenkürzung haben, hier, sodass die Dividendenrendite wieder fallen wird.
Übrigens springen die Dividendenrendite aus dem Band raus, weil das ist nur bis zum Ultimo, also bis Ende Januar. Jetzt haben wir aber ja schon Februar. Und im Februar haben wir dann jetzt den Kurssturz gehabt auf die 34,95 US-Dollar. Da springt die Dividende hier, zieht die dann an über dieses Band hier heraus. Was auch interessant ist, ist die Bewertung. Also ich möchte darauf hinaus, dass Kraft Heinz aus meiner Sicht kein Schnäppchen ist. Wenn wir nämlich auch den fairen Wert der Dividende heranziehen, dann sehen wir hier, also rückwärts gewandt, dass Kraft Heinz 85 US-Dollar wert wäre. Gucken wir uns die prognostizierten Dividenden an für die nächsten Jahre, dann sehen wir, dass der faire Wert der Dividende zurückgeht und sich Richtung tatsächlich im aktuellen Kurs entwickelt. Und wir hätten dann für 2021 im Prinzip einen fairen Wert Dividende, der ziemlich nah am aktuellen Kurs liegt. Vielleicht jetzt nochmal 4 US-Dollar Aufschlag, aber also knapp 10% irgendwo, macht jetzt aber den Bock nicht fett. Also ich selbst hatte Kraft Heinz gehabt, ich habe sie verkauft, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, 11. Oktober 2018, also noch nicht so lange her. Hier irgendwo habe ich meine Kraft Heinz verkauft, auch für 55, 26. Noch mit Optionen ein bisschen Geld verdient, sodass mein effektiver Verkaufspreis, wenn ich die Optionsprämien reinberechne, 60 US-Dollar ungefähr ist, also hier irgendwo dann. Ich habe die Aktien bekommen im Rahmen von meinen Philip Morris Aktien. Man muss sich ganz weit zurückdenken, dass Philip Morris wurde Altria, hat sich umbenannt, hat sich gesplittet in Philip Morris und in Altria. Und dann Philip Morris hat das internationale Geschäft übernommen, Altria hat das US-Geschäft übernommen und Altria hat dann nochmal ein Spin-off gemacht zu Kraft Foods und Kraft Foods hat dann den Merger gemacht zu Kraft Heinz und über diese verschiedenen Umwege habe ich dann quasi den Großteil meiner Kraftaktien bekommen, hat dann noch ein paar Aktien dazugekauft, damit ich eine runde Zahl habe für die Veroptionierung, habe wie gesagt die dann hier verkauft und ich möchte jetzt auch nicht, also für mich ist Kraft Heinz nicht interessant, also ich werde mir die Aktien nicht zulegen, weil ich da einfach wenig Kursfantasie sehe aufgrund der doch stagnierenden Entwicklung und ich habe auch den Verdacht, dass das Management nicht das tut, was es müsste, um damit die Produkte wieder besseren Absatz finden. Da tut es mir jetzt leid, dass ich da jetzt nichts Positiveres erzählen kann für die Kraft Heinz Aktionäre. Da muss natürlich jetzt jeder selber entscheiden, was er mit der Aktie macht. Es gibt aber genügend andere Unternehmen bzw. Aktien, die ja, in denen ich deutlich mehr Potenzial sehe. Übrigens auch im Nahrungsmittelbereich. Dazu vielleicht mal später was in einem anderen Video, wenn es gewünscht ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.